Es geht heute nochmal um eine Übung, und zwar Übung der PQ-Formel. Und zwar nur, also dass wir solche Dinge ohne Taschenrechner ausrechnen. Also lauter Tricks ohne TR, schreibe ich mal einfach, dann wisst ihr, was gemeint ist. Und zwar, es geht um Tricks. So. Ich schreibe wieder in dunkelblau. Wir hatten eine Aufgabe, die erste hieß ja, wir sollten rauskriegen, und zwar aus x Quadrat plus 5x plus 6 soll 0 sein. Da sollten wir rauskriegen, wann ist die Gleichung 0? Naja, gut. Ich erinnere nochmal, wenn diese Gleichung so irgendwie komisch aussieht, dann kann man auch einen entsprechenden Graphen dazu malen. Ich weiß jetzt nicht, wo an dieser Stelle der Scheitelpunkt ist, aber ich kann ihn schon mal erahnen. Der Scheitelpunkt hat Koordinaten, nämlich das ist minus p halbe. Da habe ich schon mal den x-Wert und den y-Wert kann man ganz gleich ausrechnen. Und das war also der Scheitelpunkt muss x-mäßig, also xs wie Scheitelpunkt, muss sein minus p halbe, das heißt also minus 2,5. Und wenn ich ys raushaben will, dann muss ich bloß dieses minus 2,5 letzten Endes einsetzen, hier oben in die originale Gleichung. Das kann ich mal ganz kurz demonstrieren und dann kann ich auch zeigen, wie die liegt. Denn der Sinn der ganzen Geschichte ist, die Nullstellen herauszufinden. Nullstellen einer Funktion. Ys, beziehungsweise ich sage lieber f von xs. Das heißt, ich setze das ein und statt dass ich xs schreibe, schreibe ich jetzt auch den Wert hinein. Also minus 5 halbe oder minus 2,5. Ich habe hier bloß keinen Platz mehr. Dann kann ich das wie folgt einsetzen. In hier oben, in die originale Gleichung, setze ich das ein. Da kommt das rein. Das zum Quadrat, minus mal minus ist plus. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, sind 25. Und unten bitte auch quadrieren, 25 Viertel. Und jetzt plus 5 mal minus 5 halbe. Und hinten plus 6. Wie macht man das alles ohne Taschenrechner? Ist nicht weiter schlimm. Die 25 Viertel schreibe ich mal der Übersicht halber gleich wieder dazu. 5 mal minus 5 sind minus 25 halbe. Plus 6. Wie komme ich jetzt relativ schnell auf einen Wert ohne Taschenrechner? Ich so, na und, dann mache ich hier Viertel draus und hier auch. Dann habe ich lauter Viertel, dann haben die alle den gleichen Nachnamen. Viertel. Also, entsprechend mal 2 nehmen, pardon, dann sind das 50 Viertel. Und hier Viertel draus machen ist einfach. Ich sage einfach bloß, ein Ganzes hat 4 Viertel und 6 Ganze habe ich, also sind das 24 Viertel. Jetzt gucke ich und sage, das kann ich alles zusammenzählen, die heißen alle gleich, nämlich Viertel. Und dann kann ich sagen, f von minus 5 halbe ist folgendes. 25 minus 50 Viertel sind minus 25 Viertel. Minus 25 Viertel und ein positives 24 Viertel. Da bleibt übrig minus ein Viertel. Na wunderbar. Wenn ich das habe, das ist mein Ys, könnte ich auch sagen. Das ist Ys, der Ys-Wert des Schnittpunktes, des Scheitelpunktes. Und jetzt bin ich in einer beneidenswerten Lage. Ich kann nämlich den Scheitelpunkt sofort einmalen. Das geht wie folgt. Ich muss mir irgendwelche Unterteilungen einfallen lassen. Und minus 2,5 ist der x-Wert. Also hier 1, 2, ein bisschen weiter. Das wäre der x-Wert. Und dazu gehört minus ein Viertel. Das ist also knapp hier drunter. Ich mache den mal farbig. Hier, das wird der Scheitelpunkt sein. Oh, das war übertrieben. Das wollte ich nicht. So, also hier bei minus 2,5 und minus 0,25 ist der Scheitelpunkt. Hier ist er. Der Scheitelpunkt. Ja, der nützt uns aber nicht viel. Wir könnten jetzt sagen, wenn ich das maßstabsgerecht gemacht hätte, das kann ich aber hier auf meinem Tablet nicht machen, dann könnte ich jetzt sofort eine Schablone anlegen und hier gucken, aha, positiv, die ist nach oben geöffnet. Ja, und ich könnte hier eine Schablone zeichnen. Ich kann es aber nicht, denn hier passt eine Schablone nicht drauf und außerdem ist der Maßstab nicht richtig. Jetzt müssen wir also die Nullstellen bestimmen, das heißt, wo sind die Durchgänge? Wo geht das hier durch die X-Achse durch? Wo wird also wertmäßig? Das heißt, wo wird der Wert f von x, oh, jetzt habe ich das nicht rangeschrieben, f von x, wo ist der 0? Nämlich auf Höhe der x-Achse.
Hier ist die X-Achse. So. Und das geht wie folgt. Ich sage, okay, die Nullstellen lasse ich mit, das mache ich mit der PQ-Formel, sagen wir dazu. X01 und 2 ist gleich. Wir hatten uns rausgeschrieben, minus P halbe, also P halb, P erstmal, ist 5, positives 5, und Q ist gleich 6. Und jetzt geht es der Formel nach, X01, 2 ist minus P halbe, ich schreibe es nochmal schnell hin zum Gucken, plus minus Wurzel aus P halbe in Klammern zum Quadrat, also oben und unten dann quadrieren, und minus Q. Das müsste schon aufgehen. Wir machen mal weiter. Das ist also, P ist 5, positive 5, also ist das minus 5 halbe. Ich setze das jetzt unter den Bruchstrich, unter der Wurzel wie folgt ein. Ich sage 5 mal 5, minus mal minus ist sowieso plus, ist 25 und 2 mal 2 ist 4. Jetzt kommt das Q, minus 6. Du liebe Zeit, was soll denn das werden, wenn ich sage minus 6? 6 sind aber, 6 Ganze sind 24 Viertel. Ach, dann geht es leichter, ja. Ich mache nochmal einen Zwischenschritt. Das sind also minus 5 halbe plus minus. Und jetzt kommt Wurzel aus. 25 minus 24 ist 1 Viertel. Mehr ist nicht zu wurzeln. Achtung, um und unten wurzeln. Ergibt also x0, 1, 2. Jetzt schreibe ich es nochmal hin. Minus 5 halbe plus minus. Wurzel aus 1 ist 1 und Wurzel aus 4 ist 2. Jetzt kann ich entsprechend aufteilen und kann sagen, x01 ist minus 5 halbe plus 1 halb, also minus 4 halbe. Minus 4 halbe ist minus 2. Und x02, wenn Fragen sind, bitte schnipsen. x02, kleinen Moment, ich mache eine kurze Pause, hier wird geschnipst. Ja, das war wieder typisch ich. Eintel hatte ich geschrieben, Viertel, ne? 25 Viertel und 24, ich hatte aus den Eintel hatte ich gesagt, daher kam das. Aber das sind die Fehler, die man macht und dann geht selbst eine einfache PQ-Formel schief. Momento, das nochmal hochleiern. Jetzt hatten wir gesagt, das ist das eine und jetzt kommt x02, das sind minus 5 halbe, minus ein weiteres halb, also sind das minus 6 halbe, also minus 3. Gut, das bedeutet also, bei minus 2 und minus 3, nämlich, jetzt mache ich es wieder rot, an der Stelle und an der Stelle, da wird die X-Achse geschnitten und jetzt kann ich den Graphen einmalen und habe es fertig. Sieht jetzt nicht so schön aus, weiß ich, aber das ist der Sinn letzten Endes der PQ-Formel. Was wir machen, sind jetzt Übungen, ohne dass wir einen Taschenrechner gebrauchen. Ich glaube, das war die einfachste Einführungsübung der ganzen Geschichte. Wir nehmen jetzt mal ein weiteres Beispiel, wo es ein bisschen scheinbar blöder aussieht. Und zwar, Frage noch, kleinen Moment. Die Frage aus dem Publikum war, wie kann ich dann hier dieses XS so schnell ablesen? Nochmal zur Erinnerung, wir hatten in einem anderen Video, wird es nochmal dargestellt, ich glaube es ging um den Satz von Vieta, hatten wir doch immer wieder gesagt, warte mal, wir entwickeln uns mal eine Formel, die könnte meinetwegen heißen x plus 1 in Klammern mal x plus 5 in Klammern und das sollte dann 0 sein. Dann hatten wir gesagt, naja, das geht jetzt leicht.